So, grüß euch Leute. Oh Mann, ey, ich musste Visual Boy Advance nochmal installieren, ey, weil mein Antivirenprogramm es runtergehauen hat. Jetzt musste ich wieder ewig suchen, bis ich eins gefunden habe, ey. Wisst ihr, wie pervers sowas ist? Es ist richtig behindert. So, egal, wir machen jetzt hier weiter in der Terra-Höhle. Gleich mit einem Minotaurus. Oh ja, das gleich down geht. So, wir schauen mal nach oben. Okay. Schon wieder Minotaurus. Also die Terra-Höhle ist wirklich, ja, ich sag mal, nervig. Wundert euch nicht, wenn die Grafik ein bisschen verpixelt ist. Oh, okay. Was hier dran? 1975 Geld. Ich glaube, wenn man hier drauf geht, ja, kommt ein Erdelementar. 173 Schaden. Nicht schlecht. Ja, die Dinger halten hier schon ein bisschen mehr aus, geben aber dafür auch genug. Ja, ich denke, wir müssen mit unserem Level hier ganz gut durchkommen. Ah, so. Anacondas dürften ja nicht allzu schwer sein. Sogar Zelen macht den Down, also ehrlich mal. Und Alex steigt ein Level auf. Entschuldigung, Level 27 schon. Das erfreut einen doch. Jetzt gehen wir mal hier nach unten. Oh, ein Hinterhalt. Ein Hinterhalt, aber die machen uns ja eh kaum Schaden. Bill steigt ein Level auf. Oh, eine Sackgasse, ey. Eine Sackgasse. Und wir da Säcken, ey. Sackkinder, ey. Ja, endlich habe ich mein neues Zimmer, ey. Und können die Aufnahmen dann wieder weitergehen. Ich glaube, dass wir jetzt hier im Kreis gehen. Keine Ahnung. Ja, und ich muss euch mal... Oh! Hilgigas und eine Echse. Zwei Hilgigas und eine Echse. Mal gucken, was die so drauf haben. Ja, Hilgigas sind schon stärker. Aber nicht allzu stark. So. Erfahrungspunkte geben die auch schön die... Oh, es geht ab. So, down. Zelt erhalten. Und, ja, schon bei jedem Schritt, oder? Digge. Und Jack steigt ein Level auf. Ja, jetzt übertreibt es aber echt maßlos, ey. Bei jedem Schritt... Oh, wir könnten mal wieder Feiger machen. Naja, schade. Und Zelen steigt auch noch ein Level auf. Ja, was geht denn jetzt ab, Alter? Spurwe... Alter! Übertreibt nicht! Ist das normal? Meine Phrasen. Ich muss euch jetzt mal die nächsten drei Tage unterhalten, da Patrick nicht da ist. Alter, jetzt wird's pervers. Ja, 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 jetzt wird's pervers. Alter. Wenn es beim nächsten Schritt ein Gegner kommt, dann sehen wir uns beim Eingang wieder. Okay. Jetzt. Das gibt's nicht, ey. Das gibt es nicht. Alter, übertreib, ey. Ach, sie leben immer noch. What the fuck, ey. Oh, meine Fresse. Bis gleich beim Eingang. Meine Fresse, ey. Ist das der Pfad des Todes oder was? Ey, guck mal. Gleich noch ein paar Level-Ups gemacht hier. Level 28 und 27. Jetzt gehen wir aber da lang. Schauen wir mal da runter. Anacondas haben wir nichts drauf. So. Down, down, down. Alter. Wie groß hier das doch ist, die Terra-Höhle. 354. Und Jack steckt auch ein Level auf. Gut. Und hier geht's auch noch rein. Okay. 795 Gil und ein Erdelementar. Ein Erdelementar. So. Was ist hier drin? Ein Antidot. Oh, verdammt, Minotaurus. Und Zelen steht auch noch ein Level auf. Jetzt sind wir alle Level 28. Gut. Oh, meine Phrasen, ey. Übertreib doch nicht. Na komm, Thomas gleich. Bam. So, dann gehen wir wieder hoch. Schauen wir mal nach links unten. Ein Hinterhalt. Wie, die bringen ihn jetzt um. Alter.
Was geht mit euch ab? Nee, warte mal. Kurz Potion of Cell, der darf mal mit Vigra heilen. Ich will nicht, dass der mir jetzt verreckt. Voll geil. Gut, danke. So, ist er schön geheilt. Die dürfen mal angreifen. Und Zellen mit Feuer. Das war knapp. Aber what the fuck? Chill. Können wir mal Bill heilen? So. Oh, eine Sackgasse, ey. What the fuck? Ich glaube, es kann ein bisschen länger dauern hier in der Terra-Höhle. Meine Fresse. So, hier sind noch zwei Kisten mit einem Erdelementar vor, wie immer. Kennen wir ja schon, ne? So, einmal hier eine Potion und 880 Gil. Gut. Das hat sich ja nicht wirklich gelohnt. Minotauren. 2. Wow, ein Messer erhalten. Scheiß drauf. Schlecht. Von oben sind wir gekommen, never. Never. Seit wann sage ich never, ey? Oh, schon wieder ein Messer. Egal, können wir alles verkloppen und verchippen. Ja komm, übertreib's nicht. Oh, so. Ah, endlich. Geht doch. Terra-Höhle, zweites Untergeschoss. Gehen wir mal da lang. Oh, ein Kopf. Kobras. Machen wir hier mal Feuer. Bam. Oh, ein Hinterhalt. Oh, nie. Oh, oh, oh. Pervers, ey. Pervers. Meine Güte, ey. So, ey. Jetzt reicht's aber auch. Na komm, Hause put, ey. Gib doch Gas. Gut. Oh, wow. So viel hätte ich nicht erwartet, ey. Oh, komm, wir irren hier jetzt einfach mal rum. Fuck off. Feuer. Boom. Alle down. Oh, meine Friesen, ey. Gegner bis zum Umfallen. Naja, passiert, ne? Terra-Höhle ist halt so ein Spastenkind, ey. Boah, hallo? Arg. Oh. Oh, sehr schön. Gleich ein Erdelementar. Na komm, dich verkloppen wir auch noch, ey. Oh, schön. Alter, übertreib. Jetzt darfst du mal Feuer machen. Du auch. Na los, Gas. Oh, schon down. Wie viel Geld haben wir schon? Oh, 70.000. 575 Gil, ein Lederschild und 5.000 Gil. Oh, geil. Das Lederschild wird wahrscheinlich jetzt stärker sein. Naja. Vielleicht für ihn? Ach, er kann ja nichts ausrüsten. Aber für ihn? Nein, nein. Machen wir einfach mal optimal. Nein, nix da. Ablegen. So, optimal und optimal. Gut, dann sind wir gut ausgerüstet. Oh, meine Fresse, ey. Musste da jetzt ein Erdelementar kommen. Und Bill steigt ein Level auf und Alex auch. Wow, schon 29. What? So, arg. Ja, komm, ach nee, ey, vergiftet. Oh nein. Verdammte Kacke, ey. So, kurz heilen. So. Ah, Mann. Oha. Voll viele Oger. Na komm. Jawohl, so. Das ist keine Erfahrung. Oh, cool. Oh, cool. Cool, cool, cool. Dann hat 30 Gil ein Zelt gefunden. Oh, ein Telefon. Alter, fick dich.
Ein Korallschwert. Ist es besser? Also zumindest für uns nicht. Effektiv gegen Marinegegner. Alter, was ist ein Marinegegner? Ach nein, ich kann jetzt nicht ans Telefon gehen, Mann. Sieh's doch ein, ey. So, da ist sicher eine Sackgasse, da wollen wir gar nicht lang gehen. Ah, komm. Ah, da sind wir, glaube ich, gekommen, ne? Ja, bravo. Na super. Ah. Wie der Spaß ruft das nochmal an. Ich krieg einen Kotzreiz. Ach komm, wo geht's denn lang hier? Meine Fresse, ey. Ja, komm, Hinterhalt. Das übertreib nicht. Komm, 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 go, 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 go. Was? Alter, wie schlecht bist denn du? So, wir heilen kurz durch. Vitra. So, muss das passen? Meine Fresse, wo geht's denn hier lang, ey? Immer wieder das gleiche hier. Immer durchirren durch die ganzen Dungeon hier. Oh, naja. Oh, Jack steigt den Level auf. Alle fast, alle 29 außer Zellen. Naja, gleich müssten wir durch sein. Jetzt blockt auch nur die Fledermaus, ey. Tarantel, ey. Tarantel. Was will eine Tarantel hier? Die bringt doch eh nichts. Für was kämpfe ich hier eigentlich noch? Das sind ja für den Arsch hier eigentlich alles. Ich versuche jetzt hier mal nach rechts zu kommen. Und Zellen steigt auch noch ein Level auf. So, jetzt sind alle Level 29. Ach, geht doch, da endlich hier. Terrahöhle, dritter Untergeschoss oder drittes, keine Ahnung. Oh, schön. Pisco-Dämonen, Alter. Dinger hauen schon rein. So, egal, sind down. Ein Schlafsack, wow. Naja, egal. Schreck und ein Alp. Die machen wir am besten mal mit Feuer down. Feuer! Schön. Gil kriegen wir hier auch noch. En masse. Oh, Lähmung. Böse. Ja, das kann wieder ein längerer Part werden. Oh ja. Und wieder Pisco-Dämon, ey. Zum wiederholten Male. Oh, okay, wo geht's da lang? Oh, eine weitere Kiste mit einem Erdmittelmeter. Juhu. 3400 Kill, ey. Alter, nicht schlecht. So, weitere Pisco-Dämon. Oh, jetzt kommen schon die ersten Lager wieder. Oh, okay, okay. Da geht's rein. Interessant. Und wow, hier sind nur Fledermäuse. Was ist denn das hier? Hier ist wieder eine Tür. Oh nee, ey. Zum Pissen, ey. Erwesen waren die No Damage. Alter, was geht denn jetzt ab? Oh, eine Kiste. Erdelementar. Da muss aber was Gescheites drin sein hier. 1020 Gil, ey. Oh, jetzt geht's ab. Ich sollte mal meine Sachen schließen hier. Vielleicht läuft das flüssiger. Naja, komm. Fledermäuse, lasst mich vorbei. Ja, verpisst euch doch! Oh, meine Fresse.
Oh, okay. Dann, sagen, heilen wir noch kurz. Und dann einfach mal ansprechen hier. Alles auf dieser Welt ist vergänglich. Das Schicksal nimmt seinen Lauf. Und Fäulnis wird die Erde überziehen. Euer Handeln ist sinnlos. Wehrt euch nicht gegen eine Kraft, die ihr nicht einzuschätzen wisst. Lasst mich euch führen in das Reich der Untoten. Oh ja, das ist der Vampir, der Melmont verwüstet hat. Der war wirklich nicht viel drauf hat, außer Lähmung. Und wir hauen einfach mal nur einen Feiger drauf. So, und down. Viel einstecken kann er nicht. Okay. Und ein Cockatrice oder Cockatrice, keine Ahnung. Cockatrice. Feiger! Bam! Perfekt. Okay. Einen Sternrubin erhalten. Juhu! Perfekt. Und dann mal würde ich sagen, im nächsten Teil sehen wir uns dann wieder draußen. Oder besser gesagt in der Höhle des Riesen, denn da müssen wir auch dann hin. Also, ciao Leute!